Und... Nein! Nein! Hallo, meine lieben Pokémon-Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen TCG-Opening, beziehungsweise das hier wird in zwei Parts aufgeteilt. Wir haben nämlich 9 schimmernde Legenden, 3 Sonne und Mond, schon der Wächter, 4 normale Sonne und Mond und ein X und Y Evolution Pack und 21 Ultra Prisma Packs. Und die Ultra Prisma Packs, die möchte ich in einem extra Video aufmachen, bevor das Ganze losgeht. Erstmal hier Shoutouts an Penny. Okay, Penny hat mir super viele Ultra Prisma, also Pentanite, mit Blue Paul, super viele Ultra Prisma Packs zukommen lassen. Super, super sweet. Dann noch an BK201 auf Twitter, hat mir auch noch, auf Instagram, hat mir auch noch Booster Packs zukommen lassen. Super, super lieb. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Super appreciated, falls ihr Booster Packs habt, beziehungsweise Codes, die ihr nicht braucht, könnt ihr mir die gerne geben. Dann hatte ich auch noch welche von Glabber bekommen. Und welche von LOLFACE. So, Shoutouts sind raus. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem X- und Y-Pack. Bin ich mal gespannt. Wenn wir jetzt hier eine EX-Karte ziehen werden, wäre das von nice. Aber EX-Karten... Ach ja, stimmt. Ja, genau. Das waren Evolutions. Ich habe gerade kurz überlegt, was Evolutions war. Aber hier gibt es auch EX-Karten. EX-Karten sind... ja, gar nicht mehr so wertvoll, zumindest online. Und wir haben so ein dummes Arcanier, Alter. Wir spielten so einen Rotz. Von daher ist voll okay. Wir konzentrieren uns natürlich auf die Sonne- und Mondbooster-Packs. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den ganz normalen Standard-Sonne- und Mondbooster-Karten. Bin mal gespannt, wie viel Glück wir heute haben. Die letzten Parts waren wir eigentlich immer recht lucky unterwegs und haben von den Packs, die wir aufgemacht haben, auf jeden Fall genug Value bekommen. Das Dramato sieht super sick aus. Das war Kuhita auch. Okay, und unser Rare ist ein... was kriegen. Das Mushas ist auch, das ist auch sick. Das sieht richtig merkwürdig aus irgendwie, ne? Weil die Zunge, die kommt so aus dem Nichts. So. Okay. Machen wir weiter. Ich wollte noch irgendwas erzählen. Ich hab's vergessen. Okay, Aranestro und Pazeron sind beides keine Rare-Karten. Sonderbomber ist eigentlich ganz sick. Sonderbomber kann man immer gut gebrauchen und ein Krabbel sieht auch sehr sick aus. Gefällt mir. Okay. Wir haben noch 2 Sonne- und Mondbooster-Packs. Ich habe eigentlich keine bestimmten Karten, die ich mir wünsche. Bin auch immer noch nicht hundertprozentig im TCG-Meter drin. Haben hier endlich mal ein bisschen... oh, das ist die schlechteste Rare-Karte, glaube ich, die es überhaupt gibt. Ich habe mir wieder ein bisschen was zu TCG angesehen, bin aber auf gar keinen Fall up-to-date, okay? Ihr habt mir ein paar Sachen letztens in die Kommentare geschrieben, fand ich super sweet. Aber da fehlt auf jeden Fall noch einiges, sodass ich sagen könnte, yo, die Karte ist richtig sick. Wir haben eine Reverse-Rare, Arcostella, und unsere Rare ist ein Dukanon. Auch ein sehr, sehr sickes Artwork. Kann man, glaube ich, so nicht unbedingt meckern, weil, ja, keine Ahnung, ich wünsche mir halt keine bestimmten Karten. So, Alola Ninetales, hier ist, glaube ich, echt sick. Und Tabulele Jigs, okay, da weiß ich, safe. Wenn ich die bekomme, Alter, gewonnen. Einfach alles gewonnen. Und unsere Rare ist ein... LOL! Easy. Okay, easy. Ja, ich glaube, Alola Volnona ist nämlich ziemlich gut. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall in ein paar Decks spielen, deswegen freue ich mich. Nice, ich habe gesagt, Alola Volnona, Tabulele. Ich habe es einfach gecallt, okay? Jetzt kann man gerne Tabulele hinterherkommen. Und zwar bekommen wir ein Dunarion GX. Ist auch nicht bad. Also bei Dunarion weiß ich jetzt nicht wirklich, ob man das spielt. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr sick aus, die Karte. Direkt aus 2 Stunden der Wächter 2 GX-Karten bekommen. Bekommen wir aus dem dritten Booster-Pack denn auch vielleicht noch eine GX? Das wäre jetzt insane. Schon mal eine Reverse Rare. Und zwar sogar Leo. Okay, Alter, die Karte sieht heftig aus. Holy shit. Und... okay, ein Tribus. Ich dachte schon. Für einen kurzen Moment. Das kann ich machen, das ist auch nice. Ich mag auch hier unten dieser Shot, das da unten. Das ist sick. Das ist wirklich sick. Aber die Karte sieht super trashig aus. Also so vom KP und Angriff und so, ne? Ihr wisst. Nee, aber Solgaleo ist heftig. Das Artwork ist krass. Wahrscheinlich ist auch krass, aber das ist wirklich heftig. Okay, so jetzt kommen wir zu den Schimmer der Legenden. Da ist die Sache, Shiny-Pokémon sind, soweit ich weiß, genauso selten wie EX-Karten. Und die sehen super nice aus. In jedem Pack ist mindestens ein Holo drin, soweit ich weiß. Sehr viele Legendaries. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt, was wir da so bekommen. Die Jacks, die man hier bekommen kann, sind auch ziemlich sick. Deswegen mal schauen. Und die Karten, die hier drin sind, sowieso. Auch viele vom Artwork her. Wie zum Beispiel hier. Spiderfish ist super nice. Ich mag auch hier die... diesen Style mag ich eigentlich ganz gerne. Weil er so...
Er ist halt einfach so abnormal, würde ich schon beinahe sagen. Und es sieht super cool aus, wie die ihr Plus und Minus so aneinander und dann. Ne, ihr wisst. Es ist halt auch. Das ist super cool. Und auch hier, also. Die Artworks in dem wir haben eine Reverse-Energiekarte bekommen. Sick. Holy shit, das ist echt sick. Und ja, da ist die erste Legendary Holo. Es gibt fast in jedem Pack Legendary Holo und natürlich auch einige Shiny-Karten. Eine Shiny-Karte hätte ich auch echt gerne. Würde ich mich auch freuen. Und ich liebe, okay, dieses Artwork. Holy fuck. Das ist so gut. Max hat die, also Scoutly hat die als Reverse Rare gezogen. Als Reverse. Und hat sie mir geschenkt. Super, super sweet. Ich liebe dieses Artwork. Das ist wirklich krass gut. Das ist wirklich gut. Okay, dann haben wir hier Krabbux ist auch nice. Ja, ist alles ganz cool. Und ja, das Butterfish ist halt sick. Und auch das hier gefällt mir echt gern. Und wir haben Hoopa bekommen. Auch wieder eine ganz normale Holo. Wie gesagt, ist in jedem Pack drin. Shiny oder Jax wollen wir hier eigentlich am liebsten draus ziehen. Yo, Golgantis. Mit Reshiram im Hintergrund. Das sieht irgendwie super sick aus. Golgantis Hammer. Das sieht super sick aus. Ich habe mich gerade überschrocken, weil gerade jemand gesubbt hat. Vielen lieben Dank für den Sub. Ich habe es leider nicht gesehen. Oh, it's appreciated. So, dann haben wir hier das Kanimani Artwork. Zucker, okay. Holy shit, das ist gut. Ramotier sieht auch sehr sick aus. Gefällt mir. Und. Nein! 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 Oh mein Gott! What the f... Ich weiß, dass die Karte richtig gut ist. Nein! Nein! Holy fuck! Oh, holy shit! Die Karte ist wirklich gut und als Rainbow. Holy fuck! Das ist heftig. Holy shit, ich liebe mein Leben gerade so hart. Einfach alles gewonnen. Ich könnte nur diese Karte als GX-Karte in diesem Part ziehen und ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. Das ist krass. Okay. Ich finde es lustig, dass Bisaflor hier keine Rare ist, weil sie eigentlich relativ gut ist. Und solche riesigen Pokémon, vollentwickelte Pokémon meistens eigentlich Rare sind. Aber ist okay. Bisaflor haben wir auch direkt gezogen. Ich bin so geflasht gerade, ne? Hier ist nochmal ein anderes Minun. Aber das andere war eben Vaplusle, ne? Das ist auch sausig. Und wir bekommen Zekrom. Ich bin so geflasht gerade, ne? Das ist insane. Diese Karte sieht ja mal übel gut aus. Holy shit. Wieder ein Bisaflor. Und ein Reshiram. Auch ein sehr, sehr schönes Artwork. Das ist wirklich schön. Gefällt mir. Oh, ich muss kurz runterkommen, Alter. Holy shit. Okay. Hier haben wir Cleopatra. Hyperball, Superball, okay. Und wieder Reshiram. Die haben halt nicht so viele verschiedene Rare-Karten. Ich habe auch im Real Life aus den Booster-Packs, die ich hatte, von Schimmernde Legenden, ich glaube, ich hatte 6 Stück oder so, habe ich auch 2 Reshiram gezogen. Aber ist okay. Und wir bekommen Shaymin. Shaymin habe ich tatsächlich nicht gezogen. Die kenne ich ja noch gar nicht, die Karte. Sieht sick aus. Hat irgendwie was. Ich mag auch diese Holo-Effekte, die halt vom Pokémon einfach so abweichen. Echt sick. Ich nehme Handkarten in dein Deck, ziehe anschließend 6 Karten. Ist sie gut? Die ist halt so ein bisschen wie so ein Mini-Shaymin, also Shaymin EX damals. Aber ja, und auch dieses Tyrakok, ne? Insanes Artwork. Wirklich, wirklich gut. Ah, ist von Naoki Saito? Ja, lol, dann verstehe ich, dass es übel gut ist. Naoki Saito. Beste Kartenmacherin. Also Artwork. Was Artworks angeht. Ja, okay. Machen wir weiter. Wir haben noch 2 Booster. Und wir bekommen. Okay. Eine Reverse Rare, yo, Fuego. Auch sick. Und unsere Reverse Rare ist ein Manaphy. Habe ich auch als Rare, also als Holo und als Reverse Rare gezogen. Und wir bekommen ein Hooper. Okay, letztes Booster Pack für diesen Part. Ich habe schon alles 5-mal erreicht, was ich erreichen wollte. Ich liebe mein Leben hart. Und unsere Rare ist ein
Viridium. Okay, ist auch schick. Gefällt mir. Okay, ich muss mir diese Karte nochmal ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ich habe so viel Zora-Karten. Ja, holy fuck. Wieder eine Attacke. Ich muss mir erstmal durchlesen. Einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du eine Karte aus deiner Hand auf deinen Ablagestab legen. Wenn du das machst, zieh zwei Karten. Das ist halt gut. Das ist halt wirklich gut. Diese Attacke fügt 20 Schadenspunkte mal der Anzahl deiner Pokémon im Spiel zu. Das ist auch wirklich gut. Und wähle eine Attacke der Pokémon deines Gegners und setze sie als diese Attacke ein. Das ist halt auch insane. Es ist wirklich eine gute Karte. Ich liebe mein Leben. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ist auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Beim nächsten Part werden wir dann die 21 neuen Prisma, ich weiß nicht, wie die Karten, Booster Packs heißen, öffnen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.